Und damit willkommen zurück bei Monkey Island. Erstmal Entschuldigung für die Tonqualität der letzten zwei Folgen. Ich hoffe, es jetzt aber endlich behoben zu haben. Gut. Und wir waren im letzten Teil tot, waren wieder lebendig. Genau. Und irgendwie... Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Nein, ich finde immer noch nicht, dass Sie die noblen Gesichtszüge der Meistersuppes haben. Wenn Sie wie ein Meistersuppe ausgesehen hätten, hätte ich Ihnen vielleicht Ihre Geschichte geglaubt. Wie sieht denn ein Meistersuppe aus? Aber ja, wir waren tot, wir sind nicht mehr tot und sind nicht bei seiner Tante gelandet. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Nein, ich finde immer noch nicht, dass Sie die noblen Gesichtszüge der Meistersuppes haben. Wenn Sie wie ein Meistersuppe ausgesehen hätten, hätte ich Ihnen vielleicht Ihre Geschichte geglaubt. Erzählen Sie mir noch einmal die ganze Geschichte mit dem Ring. Der Verlobte meiner toten Großtante stahl den Diamanten und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den Verlobungsring bis zu dem Tag, an dem sie starb. Und sie liegt begraben in der Gruft der Familie Meistersuppe. Gestorben an einem gebrochenen Herzen. Und da wollen wir hin. Wie läuft das Geschäft? Oh, das ist einfach wunderbar. Jetzt, wo der Vulkan wieder ausgebrochen ist, werden wir mit Reservierungen überschüttet. Das freut mich. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Nein, ich finde immer noch nicht, dass Sie die noblen Gesichtszüge der Meistersuppes haben. Wenn Sie wie ein Meistersuppe ausgesehen hätten, hätte ich Ihnen vielleicht Ihre Geschichte geglaubt. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Mir ist noch nicht ganz klar, was an diesem Bild nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass das Porträt... Okay. Ich glaube nicht, dass das Porträt dort gut aussähe. Ich will die Sargnägel damit nicht benutzen. Kann ich es abkratzen? Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Nein. Du musst doch irgendwas Sinnvolles sagen können, Juri. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Nein, ich finde immer noch nicht, dass Sie die noblen Gesichtszüge der Meistersuppes haben. Wenn Sie wie ein Meistersuppe ausgesehen hätten, hätte ich Ihnen vielleicht Ihre Geschichte geglaubt. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Vielleicht... Vielleicht hilft viel einfach viel. Ist der Typ schon wieder tot? Nee, er tut nur so. Nein, dieses Mal bin ich mir sicher, dass er fertig ist. Oh, wenn du es sagst. Er ist ein furchtbar schwacher kleiner Junge, oder? Ich kümmere mich um ihn. Hallöchen, was für eine Überraschung, dass du mal vorbeischaust. Siehst du, das ist genau das, wovon ich geredet habe. Vielleicht kann ich dich für eine Lebensversicherung interessieren. Vielleicht kannst du das wirklich. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht, sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst.
All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist, muss ich hier ein Geschäft führen. Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Okay, Wie wäre es mit einem enormen, unverfluchten Diamanten? Wie wäre es damit? Hast du einen gewaltigen Diamanten, der nicht mit einem Fluch belegt ist? Okay, nein. Aber ich bin ungefähr so nah dran, einen zu bekommen. Nun, ich bin nahe daran zu glauben, dass du versuchst, meine Großzügigkeit auszunutzen. Vielleicht möchtest du mir ein ernsthaftes Angebot machen. Vielleicht? Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Einzigartig. Hab ich denn den her? Ist das echtes Gold? Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh, ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Werd ich. Okay, muss ich jetzt einfach nochmal sterben? Hey, was für eine abgefahrene Geschichte ich zu erzählen habe. Ich war tot, aber ich lebe wieder. Wer will was davon hören? Kein Schwein, wie es aussieht. Menschen wie ihr verdienen es nicht, eine gute Geschichte zu hören. Okay, dann bestellen wir uns einfach nochmal einen Drink, sterben nochmal und vielleicht haben wir dann eine Riesenmenge Geld. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie eine Meistersuppe? Nein, ich finde immer noch nicht, dass sie die noblen Gesichtszüge der Meistersuppes haben. Wenn sie wie ein Meistersuppe ausgesehen hätten, hätte ich ihnen vielleicht ihre Geschichte geglaubt. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher, sicher. Ich frage mich, wie ich mir den leisten kann. Ich habe ja schließlich nur Spielgeld. Ist der Typ schon wieder tot? Ich kümmere mich um ihn. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Ich war tot. Gib mir Geld. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Nun, ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmal klug. Nein. Dann sieht es so aus, als ob du nur meine Zeit verschwendest. Mach, dass du jetzt Land gewinnst. Ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Okay, schade. Hätte ja klappen können. Hey Leute, ich bin aus den niedersten Abgründen der Unterwelt auferstanden. Eure Neugierde überwältigt mich. Aber vielleicht... Da und... Da... Habe ich denn... Den Zauberstab habe ich noch? Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Der Zauberstab hat keine... Hm.
hat er denn den Bilderrahmen verschwinden lassen? Ich würde viel lieber den Bilderrahmen hier ranhängen. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Und dann von innen durchgucken. Bullauge. Dieses Porträt deckt das Bullauge ab. Ich kann den Meißel nicht damit. Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Ich habe keine Verwendung für die Porträts der Familie van Salat. Okay, Salat, vielleicht. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Nein, ich finde immer noch nicht, dass Sie die noblen Gesichtszüge der Meistersuppes haben. Wenn Sie wie ein Meistersuppe ausgesehen hätten, hätte ich Ihnen vielleicht Ihre Geschichte geglaubt. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Das hat bestimmt irgendwas mit dem Porträt zu tun. Bin ich mir fast sicher. Beziehungsweise auch mit diesem Porträt. Den Meißel nicht damit bin. Holzbohrer vielleicht? Das braucht nicht an Geburt zu. Nö. Ich kann den Nagel da. Gibt's eine Schere oder irgend sowas? Ja, es gibt eine Schere. Ich bin auch ein Honk. Aber wenigstens hat er ordentlich aufgeräumt. Finde ich gut. Schauen wir doch mal hier durch. Oh, es gibt nichts Schöneres als Familie. Egal, was in der heillosen Unordnung des karibischen Cluburlaubs geschieht. Ich kann mich immer entspannen, wissend, dass ich aus gutem, wohlhabenden Hause stamme. Erziehung. Das ist es, was zählt. Erziehung und Kultur. Genau wie bei Großvater Lambert. Erziehung, Kultur und viel, viel altes Geld. Das macht einen Mann stolz. Das ist komisch. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, dass Großvater Lambert so gewöhnlich aussieht. Was heißt denn gewöhnlich? Verrückt. Es ist, als ob mich die Augen verfolgen. Ich kriege eine Gänsehaut bei solchen Bildern. Okay. Aber dann können wir ja jetzt wieder gehen. Und jetzt kauft er uns bestimmt auch ab, dass wir ein Meistersuppe sind. Ich möchte einen Drink, bitte. Genau. Vorsichtshalber reden wir nochmal mit ihm. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Jetzt, wo Sie es sagen, Sie erinnern entfernt an meinen Urgroßvater Karl Lambert Meistersuppe. Klammi? Die Leute zu Hause sagten mir immer, du bist dem alten Fresssack Meistersuppe wie aus dem Gesicht geschnitten. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben recht. Ach, ich frage mich, warum ich es nicht schon eher gesehen habe. Aus Gründen. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Klick. Oh, wir haben das Gesicht noch. Deswegen hat er es aufgehoben. Alles klar. Und hier haben wir das Rattengift. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Ist der Typ schon wieder tot? Ich kümmere mich um ihn. Wie? Warum? Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Aber, Menno.
Ich bin's nochmal. War tot, leb wieder. Das will ich jetzt wissen. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Nun, das ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, die alten Zeiten nachzuholen, was? Erinnerst du dich, als unsere Familie zum ersten Mal nach Blood Island segelte? Ich? Ja, ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ach ja, wann war das noch? 1433? Zwei? Nein. Ich kann nicht glauben, dass einer der Blutsverwandten derer von Meistersuppe das Erbe unserer Familie nicht kennt. Wie läuft das Geschäft? Ups. Jetzt, wo der Vulkan wieder ausgebrochen ist, werden wir mit Reservierungen überschüttet. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher, sicher. Okay, nein. Ah, vielleicht. Broschüren. Er ist voller Big Whoop-Broschüren. Der Ort für Piraten und möchte... Nein. Ich habe bereits einen. Piratenliteratur, Broschüren. Besuch Big Whoop. Sofort. Aber es sind weder Bilder noch Karten drauf. Ich wollte eigentlich jetzt nicht Big Whoop, ich wollte was über das Hotel. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Porträt, Fenster, Sie ist verschlossen. Rezeptbuch vielleicht? Sieht auch nicht so aus. Na gut, dann würde ich sagen, ich habe nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Habe trotzdem ein bisschen was geschafft. Ton ist hoffentlich, wie gesagt, besser. Ihr lasst einen Kommentar da, ihr lasst einen Daumen da und ihr teilt das Video. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.